Die Harpa, zu Deutsch Harfe. Innerhalb von 2 Jahren ist das neue Konzert- und Opernhaus zu einem Wahrzeichen Reykjaviks geworden. Und das sind sozusagen die Hausherren der Harpa. Das Iceland Symphony Orchestra unter seinem Ehrendirigenten Wladimir Ashkenazy. Der russischstämmige Dirigent und Pianist fördert seit Jahrzehnten das Musikleben Islands. Zum Eröffnungskonzert vor 2 Jahren entschied er sich für Beethovens 9. Sinfonie. Ich habe das Stück gewählt, weil es jeden berührt. Beethoven hat es für die ganze Welt geschrieben und damit bringen wir natürlich auch die Menschen in Island zusammen und hoffentlich auch anderswo. Und wir zeigen, dass auch ein kleines Land eine wundervolle Konzerthalle bauen kann. Ein Haus gebaut für die Musik. Davon träumten die Isländer schon seit dem 19. Jahrhundert. Für mehr als 100 Millionen Euro ist dieser Traum wahr geworden. Wegen der Kosten ein heftig umstrittenes Projekt. Renommierte Architekten aus der ganzen Welt hatten sich um den Auftrag beworben. Den Wettbewerb gewann ein dänisches Büro aus Kopenhagen. Außergewöhnlich ist vor allem die Fassade aus Stahl und Glas. Die Architekten haben sie gemeinsam mit dem dänisch-isländischen Lichtkünstler Olafur Eliasson entwickelt. Der Name Harpa wurde nach einem Wettbewerb aus mehr als 4000 Vorschlägen ausgewählt. Es ist das isländische Wort für Harfe. Aber viel wichtiger ist, dass auch der erste Frühlingsmonat im nordischen Kalender so heißt. Und für die Isländer bedeutet das traditionell die Aussicht auf bessere Zeiten, denn sie haben den Winter überlebt. Deshalb steht das Wort Harpa auch für Hoffnung und eine bessere Zukunft. Bis zu 1800 Besucher fasst der Konzertsaal der Harpa. Dabei leben in Reykjavik gerade mal etwas mehr als 150.000 Einwohner. Konzert- und Opernhaus, das sich in der internationalen Musikszene einen Namen gemacht hat und dessen Architektur nun preisgekrönt ist.